Hallo und guten Tag. Mein Name ist Tanja Langer, ich bin Schriftstellerin. Seit 20 Jahren publiziere ich Romane, Erzählungen, Gedichte. Ich schreibe auch für neue Musiktexte für Komponistinnen und Komponisten. Und heute ist der 20. März 2020. Wie die meisten von euch sitze ich auch zu Hause in der selbstgewählten Quarantäne. Aber für mich als Schriftstellerin ist das eigentlich kein so ungewöhnlicher Zustand, denn wenn ich nicht gerade auf Lesereisen bin oder auf Recherche, sitze ich eben zu Hause in meinem Arbeitszimmer und denke nach und schreibe. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ganz schön wäre, euch mit in dieses kleine Refugium zu nehmen, denn in Zeiten, in denen man draußen mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wo die Menschen sich Sorgen oder Ängste haben, ist es vielleicht manchmal ganz gut, Zuflucht bei etwas Schönem, Konstruktivem zu nehmen, bei der Malerei, bei der Musik oder der Literatur. Mein letzter Roman, den ich veröffentlicht habe, heißt Meine kleine Großmutter und Mr. Thursday oder Die Erfindung der Erinnerung. Man sieht das jetzt leider seitenverkehrt. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses technische Problem lösen soll. Ich habe meine Tochter Zoe, die heute 24 geworden ist, gefragt. Sie studiert in Halle Innenarchitektur und kennt sich mit Mediendesign ganz gut aus, aber sie hat gesagt, du findest dich da schon zurecht. Ich bin ja schließlich eine Schriftstellerin und kein Technikfreak. Vielleicht fange ich heute einfach mal nur mit dieser kleinen Vorstellung an und zeige ein Buch, das für mich sehr, sehr wichtig ist, und zwar das Grimmsche Wörterbuch der deutschen Sprache. Da habe ich mir gleich mal den Band 32 geholt, um nachzuschauen, wie das Wort Zuflucht entstanden ist und welche Bedeutung es hat. Vielleicht berichte ich darüber morgen. Dann habe ich hier das Buch des deutschen Wortschatzes, Dornseifs. Und das ist ein Wörterbuch, was ich auch sehr häufig verwende, das ich jetzt benutze, um meinen Rechner auf eine Höhe zu bringen, damit ihr mich besser sehen könnt. Ich werde in den nächsten Tagen immer mal etwas berichten, auch über Ausstellungen, die ich gesehen hatte, wie zum Beispiel die großartige Ausstellung Monet Orte, die ja nun leider wegen Corona geschlossen ist. Dort konnte ich viele Eindrücke sammeln über Claude Monet und von seiner großen Leidenschaft für Flüsse, Seen und Wasser. Nicht nur die berühmten Seerosen am Ende seines Lebens, sondern auch als junger Mann hat er an der Seine und anderen Flüssen gesessen und gemalt. Das muss ich mir noch ein bisschen vorbereiten, wie ich das vermitteln kann. Ich werde über Bücher sprechen, die ich gerade lese, wie zum Beispiel Die drei Leben der Hannah Arendt, eine tolle Graphic Novel, oder Gedanken, die mich bei meiner Arbeit an meinem nächsten Roman begleiten, der in den Libanon entführt. Ich wünsche euch für den heutigen Tag viel Freude und Kraft. Und ich melde mich morgen wieder mit meinem ersten kleinen Programm. Bis dahin, alles Gute, Tanja.